Herr Trittin, es gibt zwei unterschiedliche Einschätzungen zu dem Gipfelmarathon. Desaströs sei die Außenwirkung, sagte der Luxemburger Juncker. Dagegen sagte die Bundeskanzlerin, Gründlichkeit ginge vor Schnelligkeit. Welche Einschätzung schließen Sie sich an? Es könnte sein, dass beide recht haben. Es ist in der Tat desaströs, dass man Monate gewartet hat, die Voraussetzungen zu schaffen, durch eine Rekapitalisierung von Banken einen Schuldenschnitt für Griechenland vorzubereiten. Noch vor Monaten hat Frau Merkel bestritten, dass dieser Schuldenschnitt unvermeidlich ist. Heute erkennt man nun, dass es so weit geht. Und deswegen ist es desaströs, aber es ist bei aller Schwierigkeit natürlich richtig, dass die Fragen gründlich geprüft werden, vor allen Dingen, dass man dauerhafte Regelungen hat. Die Banken in Europa sind überschuldet. Man nennt das unterkapitalisiert, das richtige Wort müsste überschuldet sein. Um diesen Zustand zu beenden, bedarf es nicht nur kurzfristiger Verbesserung ihrer Liquidität durch die europäische Stabilisierungsfazilität, sondern es bedarf dauerhafter Regeln, dass sie ihre Kernkapitale und ihr Eigenkapital massiv erhöhen. Gut, wenn wir bei den Banken sind, dann lassen Sie mich nachfragen. Im Juli wurde beschlossen, eine Beteiligung der Banken in Höhe von 20% an den griechischen Schulden. Geschehen ist seitdem nicht viel. Jetzt heißt es 50 bis 60%. Wie groß ist die Chance, dass sich die Banken wirklich beteiligen, wenn man zum Beispiel darauf hört, dass Frankreich von einer Freiwilligkeit spricht? Ich glaube nicht, dass wir hier mit Freiwilligkeit sehr weit kommen werden. Die Banken werden den Schuldenschnitt akzeptieren müssen. Übrigens ist das nichts Neues. Alle großen institutionellen Anleger, die für Lebensversicherungen beispielsweise arbeiten, haben ihre Griechenland-Forderungen schon in dieser Größenordnung abgeschrieben. Es ist Zeit, dass sich auch der französische Bankensektor auf die ökonomische Realität einstellt. Wenn es hiermit Probleme gibt, dann steht dafür die europäische Stabilisierungsfazilität nunmehr zur Verfügung. Die gilt es dafür zu nutzen. Klar muss aber auch sein, Staatsgeld gibt es nur gegen entsprechende Auflagen. Und das ist das, wogegen sich die Banken wehren, nicht dagegen, dass sie Geld kriegen. Sie müssen akzeptieren, dass sie auch künftig eine höhere Eigenkapitalquote haben. Und wir müssen sicherstellen, dass für künftige Krisen Geld zur Bewältigung dieser Krisen zur Verfügung steht. Das ist der Grund, warum wir erwarten, dass von diesem Gipfel nicht nur eine Ankündigung, sondern ein Beschluss erfolgt hin zu einer Finanztransaktionssteuer. Diejenigen, die solche Krisen regelmäßig produzieren, die müssen sich an der Finanzierung ihrer Bewältigung auch beteiligen. Regelmäßig zu produzieren scheint die Krise, aber auch die Staaten mit ihrer teils horrenden Staatsverschuldung. Verschuldung, was muss auf dieser Ebene geschehen? Es gibt eine Schuldenkrise in Europa. Davon ist ein Teil, und zum Teil ist das auch Folge der Schuldenkrise, eine Staatsschuldenkrise. Die Staatsschulden sind in fast allen europäischen Staaten als Folge der Finanzkrise explosionsartig nach oben gegangen. Länder wie Spanien und Irland, die lange Zeit Vorbild auch für Deutschland waren bei der Einhaltung der Maastricht-Kriterien, kratzen nun daran oder sind jenseits dieser Kriterien. Das ist der Kern des Problems. Wir werden langfristig dafür sorgen müssen, dass es Schuldenbremsen für Staaten gibt, dass es aber auch Schuldenbremsen für Banken und Schuldenbremsen für gesamte Volkswirtschaften gibt. Das ist der Grund, warum wir sagen, wir brauchen eine europäisch abgestimmte Wirtschaftspolitik. Und da kann es zum Beispiel nicht sein, dass innerhalb der Eurozone die wirtschaftlichen Ungleichgewichte sich dermaßen auseinanderentwickeln, wie wir das in den letzten 10 Jahren erlebt haben. Gut, dann geben Sie uns doch mal eine zeitliche Perspektive. Wann ist es soweit, auch wenn Sie im Blick behalten, das europäische Krisenmanagement während der Krise? Ich glaube, dass wir die jetzige Situation sehr schnell lösen müssen, weil wir brauchen sehr schnell den Schuldenschnitt für Griechenland. Wenn man optimistisch ist, könnte man sagen, dass Portugal und Irland mit den jetzt ausgestatteten Mitteln aus der Krise rauskommen. Aber wir brauchen dann eine sehr schnelle Entscheidung über eine andere Bankenregulierung. Wir brauchen scharfe Eigenkapitalvorschriften, wie sie heute zum Beispiel in der Schweiz üblich sind. Und wir brauchen jetzt die Entscheidung über die Finanztransaktionssteuer. Jürgen Trittin, herzlichen Dank.